Ich möchte Sie herzlich begrüßen bei uns in der Kolibriter AG mit einem neuen Video. Heute zum Thema, wo wir sehr viel konfrontiert werden bei uns im Verkauf mit dem Fisch. Und zwar, wie unterscheide ich einmal Sanke und einmal Showa? Es sind ja beides Fisch aus der Gosanke-Linie, also von der grossen 3. Und ja, die beiden sind relativ ähnlich. Und gerade bei Leuten, die anfangen mit Koi, ist das immer sehr schwierig zu unterscheiden für die, was natürlich auch nachvollziehbar ist. Es sind beides Fisch, die weiss sind mit Rot und Schwarz. Aber auch da gibt es natürlich schon wieder Unterschiede. Und da wollen wir jetzt drauf eingehen. So, wir haben jetzt einmal zwei schöne Fische für Sie in die Wanne tun. An denen erläutern wir jetzt einmal, erläutern, wo die Unterschiede sind zwischen einmal Sanke und Showa. Und ja, fangen wir mal an mit der Theorie. Also grundsätzlich, fürs Auge sieht ja der Fisch mal relativ ähnlich aus. Also sprich, es sind beides weiß, rot, schwarze Fische. Der erste Grundunterschied, den wir jetzt aber schon haben, der vor Augen eigentlich noch nicht so wirklich ersichtlich ist, ist, dass der Showa eigentlich ein schwarzer Fisch ist mit rot-weißer Zeichnung und der Sanke ein weißer Fisch mit rot-schwarzer Zeichnung. Nun, wie kann man das unterscheiden? Wir haben eigentlich schon mal ein ganz klares Unterscheidungsmerkmal im Schwarzanteil von diesen beiden Fischen. Und das ist wahrscheinlich auch das, was optisch einfach das erste Mal auffällt. Wenn wir jetzt mal anschauen, das hier, das ist unser Sanke. Ja, nebenan sehen wir gerade den Showa. Wenn ihr jetzt mal nur auf den Schwarzanteil achtet, dann seht ihr, dass der Showa viel mehr Schwarz hat. Also das ist eigentlich schon mal ein Grundsatz, wo man sich ein bisschen orientieren kann. Es gilt da natürlich auch nicht für ganz alle Fälle, denn es gibt auch Showa, also die moderne Form des Showa, der Kindai-Showa. Der hat auch nicht so extrem viel Schwarz, aber trotzdem ist Schwarzmuster eigentlich eher zusammenhängend und beim Sanke halt eher ein bisschen gefleckert. Man sieht das hier auch schön, wie hier beim Showa sich das Netzmuster hier über den Kopf zieht und hinten dran auch relativ zusammenhängend ist. Man sieht das von oben her nicht immer ganz, sondern es fließt aber oftmals auf der Seite zusammen, wo wir da auch wieder bei einem weiteren sehr wichtigen Unterschied sind zwischen Showa und Sanke. Und zwar geht beim Showa die Schwarzzeichnung über das Seitenlinienorgan und beim Sanke ist Schwarz eigentlich nur auf dem Rücken vorhanden. Also es dürfte nicht über die Seite gehen, rein wenn wir jetzt von den Varietätsstandards uns orientieren. Ein weiteres sehr wichtiges Merkmal, wie man die beiden Fische gut unterscheiden kann, ist das sogenannte Motoguru. Das ist die Flossenzeichnung der Brustflosse. Wir sehen hier beim Sanke, der hat sehr helle Flosse. Bei dem Fisch jetzt nicht ganz ideal, weil der Sanke eigentlich auch noch sollte ein schwarzes Streifenmuster haben auf der Flosse. Ist aber jetzt nicht ein Hauptkritikpunkt. Wichtiger ist mehr zu wissen, dass der Showa im Gegensatz zum Sanke wirklich ganz dunkel gefärbte Flossenansätze sollte haben. Komm, Meitli, zeig dir mal da. Man sieht, die Flossen sind hier wirklich von der Basis her sind die schwarz gefärbt. Und nicht strahlenartig, sondern wirklich wie ein Fleck. Das ist wirklich ein typisches Erkennungsmerkmal beim Showa. Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch, dass der Sanke im Vergleich zum Showa kein Schwarz auf dem Kopf hat. Also Schwarz sollte beim Sanke wirklich vorne dran bei den Kopfplatten eigentlich enden und nicht drüber gehen. Beim Showa ist das aber wiederum erwünscht, dass er Schwarz auf dem Kopf hat. Und jetzt gerade bei dem Tier sehen wir hier die ganz klassische Zeichnung, die V-Form, die er vorne dran auf dem Kopf hat in Schwarz. Das ist eigentlich wirklich ein Qualitätsmerkmal für den Showa. Das ist absolut gewünscht. Also, um nochmal auf das Gesamterscheinungsbild zurückzukommen, man sieht jetzt hier auch wirklich schön den Unterschied zwischen der Schwarzzeichnung von diesen beiden Fischen. Der Sanke, dem seine Schwarzzeichnung ist eher punktet, blümelt. Oder ich vergleiche das auch gerne mit dem Sommerhimmel, also mit einfach so kleinen Wölkchen, die am Himmel vorbeiziehen. Das ist auch etwas, was die Japaner eigentlich sehr viel Wert auflegen, die Assoziationen zu so Naturphänomenen halt. Dass eben eine schöne Blumenwiese mit einzelnen prächtigen Blumen drauf oder eben einen schönen Himmel mit einer schönen Wolkenformation. Das ist das, was beim Sanke eigentlich wichtig ist.
Ein weiterer Punkt, das geht jetzt aber schon ein bisschen tiefer. Das Qualitätsmerkmal beim Sanken ist, dass die schwarze Zeichnung möglichst nicht im Rot drin sein sollte, sondern eigentlich in den weißen Flächen eingebettet sein. Das gibt dem Fisch viel einen leichteren Charakter, einen eleganten Charakter. Beim Showa ist das natürlich wieder ein Unterschied. Wie schon erwähnt, ist da die Zeichnung eher zusammenhangend. Er wirkt durch das ein bisschen schwerer, ein bisschen gedrungener, ich würde nicht sagen maskuliner, aber einfach so ein bisschen, es gibt ein bisschen stärkeren Charakter drin. Also, wir haben jetzt mal das erste Beispiel durch, anhand von zwei Nissei. Wir wollen jetzt hier noch weitere Fische euch zeigen, um einfach die Theorie noch mal ein bisschen zu verfestigen, dass ihr noch mal den Unterschied auch mal ein bisschen grösseren Fische noch seht. So, wir haben jetzt hier zwei wunderschöne Jumbo in die Bowl genommen, um euch nochmal den Unterschied zeigen zwischen Showa und Zanke. Die zwei Fische sind eigentlich wirklich zwei Klassiker, zwei ganz schöne Exemplare. Einmal hier der Zanke und der Showa. Man sieht, der Zanke hat viel weniger Schwarzanteil. Das ist jetzt natürlich auch ganz ein eleganter Fisch. Der hat wirklich wenige schwarze Spots, aber natürlich perfekt schön gesetzt von der Verteilung. Und auch das, was ich vorher angesprochen habe, der hat jetzt absolut in der Rotfärbung kein Schwarz. Der hat hier schön im Weiß, dann auf der anderen Seite im Weiß, wo es noch anfängt durchzudrücken. Und im hinteren Bereich nochmal einen schönen schwarzen Spot. Eigentlich wirklich perfekt verteilt. Das Einzige, was bei dem natürlich jetzt auch wieder ein bisschen fehlt, ist die Flossenzeichnung. Man sieht, er hat jetzt auch wieder rein weiße Flossen, was aber bei dieser Varietät absolut legitim ist. Wenn jetzt der auch noch eine perfekte Flossenzeichnung hat, dann würde der Fisch dann irgendwann ja, unbezahlbar werden. Weil mehr so Faktoren stimmen auf die einzelne Varietät, was Bewertungspunkte sind, umso teurer wird natürlich dann auch der Fisch. Und das Exemplar ist sonst wirklich ganz schön. Er hat eine super schöne Rotzeichnung, ganz eine interessante Blitzform und tolle weiße Hautqualität. Ja, du musst jetzt gerade oben durchdrücken, da, gell? Genau, also eigentlich wirklich ganz ein schöner klassischer Sanke. Natürlich ist es auch wieder ein bisschen Geschmackssache, wenn man gerne einen Sanke hat, der ein bisschen mehr schwarze Spots hat oder ein bisschen weniger. Ich persönlich bevorzuge eher die, die ein bisschen heller sind, weil es für mich einfach ganz einen leichten Charakter bekommt. Wirklich so ein bisschen der feminine Touch im Gegensatz zu dem Showa, den wir jetzt hier haben. Das ist jetzt einer mit einem sehr grossen Schwarzanteil. Hier sieht man jetzt wirklich ganz schön das zusammenhängende Netzmuster von den einzelnen schwarzen Flächen. Hier im Gegensatz zum Sankentorf schwarz, oder ist auch gewollt, dass es wirklich über das Rot hineingeht. Respektive, wenn wir es genau nehmen, ist es ja so, weil euer ein schwarzer Fisch ist, schon mal immer vorher gehört haben, geht ja eigentlich das Rot über Schwarz. Ja, das Rot und das Weiß sind eigentlich Zeichnung, die Grundfarbe ist Schwarz. Aber das ist so eigentlich nicht erkennbar. Das ist mehr aus der Theorie raus, aus der Zucht raus. Man kommt da natürlich dann auch andere Nachkommen über. Also beim Sanke, da kommen dann Kohaku raus, Shirobeko und natürlich Sanke. Beim Showa gehen wir hier eher zu den Hiuzuri. Es gibt auch Showa, die fast rot sind, mit sehr wenig Weissanteilen, die sogenannten Hishowa, die dann schon fast mit einem Hiuzuri verwechselt werden können. Natürlich auch ein weiteres Produkt aus der Zucht von der Showa ist der Shirozuri. Das ist dann der weiss-schwarze Fisch. Auch das sind Fische, die eigentlich schwarz sind, die dann aber eine weisse Zeichnung aufweisen. Bei dem Showa sieht man jetzt auch ganz schön, wie das Motoguru, die Flossenzeichnung, die ich vorher mal angesprochen habe. Auch die absolut perfekt. Die ist schön im Zentrum der Buschflosse, geht nicht bis ganz raus. Es hat keine Strahlen in dem Sinn, sondern sie ist wirklich sehr schön kompakt und tiefschwarz gefärbt. Ja, ich hoffe, ich kann euch ein bisschen den Unterschied erklären zwischen dem Showa und dem Sanke. Natürlich ist es auch immer ein bisschen eine Übungssache. Wie gesagt, wenn man frisch mit dem Koyobi anfängt, fällt einem das sehr schwer, das zu unterscheiden. Für mich wirklich das Einfachste war, dass mit dem Schwarz, dass der Sanke mehr geblümelt ist, kleine schwarze Flecken hat und der Showa halt wirklich eine schöne Kopfzeichnung aufweisen, grosse schwarze Flecken hat. Das ist eigentlich vom Anfang so ein bisschen das, was man mitnehmen sollte. Und da kann man schon sehr viele Fische so unterscheiden. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und
Es hilft euch in Zukunft ein bisschen bei der Unterscheidung zwischen diesen zwei wirklich schönen und klassischen Varietäten.